geht jetzt nicht darum, einfach von einem Gipfel die Lösung der Probleme Europas zu erwarten. Wir sind in einer kritischen Situation, sondern es geht darum, durch Taten zu zeigen, dass wir besser werden können im Bereich der Sicherheit, innerer und äußerer Sicherheit, Bekämpfung von Terrorismus, Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, dass wir besser werden können in den Fragen von Wachstum und Arbeitsplätzen. Hier sehe ich vor allen Dingen die digitale Agenda und den digitalen Binnenmarkt, Hoffnungen und Chancen für die jungen Menschen in Europa und dass wir natürlich uns auch mit den anstehenden Fragen des Schutzes unserer Außengrenze, der Bekämpfung von Fluchtursachen beschäftigen. All das wird in den nächsten Monaten bis hin zu 60 Jahre römische Verträge im März 2017 zu bearbeiten sein und wir wollen auch konkrete Fortschritte machen. Ich glaube, Jean-Claude Juncker hat mit seiner Rede an die Union vor wenigen Tagen auch deutlich gemacht, dass die Kommission eine solche Agenda verfolgt und deshalb hoffe ich, dass Bratislava zeigt, wir wollen zusammenarbeiten und wir wollen die Probleme, die es gibt, in Europa lösen. Herzlichen Dank.